بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Des Öfteren hört man die Frage oder den Vorwurf, dass der Islam nicht die richtige Religion sein könne, weil die großen Erfindungen ja durch den Westen gemacht wurden. Wenn einem Muslim diese Frage gestellt wird, dann sehe ich des Öfteren, dass die Muslime rumspringen und ein Schamgefühl haben und was auch immer und fangen dann an, um den heißen Brei rumzureden und sagen, ja, aber guck mal, der Westen hat eigentlich seinen Fortschritt gemacht durch das Wissen, was der Westen damals von den Arabern in Andalusien etc. geklaut hat. Und diese Information ist richtig und gar nicht zu bestreiten. Und auch heute sagen westliche Wissenschaftler, dass die erste globale Wissensgesellschaft die muslimische Gesellschaft war. Und zwar vom 9. bis zum 15. Jahrhundert. Und nicht, wie es heutzutage einige Modernisten sagen, vom 9. bis zum 11. Jahrhundert, sondern vom 9. bis zum 15. Jahrhundert. So wie man heute beispielsweise oder in der Wissenschaft Latein lernt, Griechisch lernt, so hat man damals vor allen Dingen Arabisch gelernt. Das war eine Wissenssprache. Aber was ich hierzu sagen möchte oder was den Ratschlag, den ich den Brüdern immer mit auf den Weg geben möchte, bei allen Fragen, die uns gestellt werden bezüglich des Islams, ist, dass wir immer präzise sein müssen und uns erst fragen müssen, worum geht es? Denn es geht hier nicht darum, wie ist der Fortschritt in den Westen gekommen, sondern es geht hier darum, dass er sagen will, dass beispielsweise die Erfindungen des Westens ein Beweis dafür seien, dass der Koran, der Islam, falsch ist. Das möchte er hiermit sagen. Und hier, wir können diese Frage mit einem Satz beantworten, indem wir sagen, im Koran steht nicht drin, wie man eine Kaffeemaschine baut. Zumindest nicht direkt. Im Koran steht, fas'alu ala dhikra in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute, die wissen, wenn ihr nicht wisst. Das heißt, indirekt steht schon dort, wie man die Kaffeemaschine baut, aber direkt steht es nicht dort. Genauso steht in der Bibel nicht, wie man eine Kaffeemaschine baut. Der Koran ist in erster Linie ein Buch, das einem zeigt, wie man ins Paradies kommt. Und in dem Buch steht nicht drin, wie man ein Auto zusammenbaut. Zumindest nicht direkt, sondern indirekt, wie ich betont habe. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Allah hat uns nicht erschaffen, damit wir eine Atombombe bauen oder damit wir eine Kaffeemaschine herstellen. Allah hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen. Und egal, ob jemand als Schäfer lebt oder als Erfinder oder was auch immer oder Dozent in einer Universität, so wird er nicht nach seinem Beruf, sondern nach seiner Gottesfürchtigkeit, nach seiner Frömmigkeit befragt. Das heißt, wir können von vornherein sagen, der Fortschritt ist gar kein Maßstab dafür, ob eine Religion richtig ist oder falsch. Nochmal, der Fortschritt, der materielle Fortschritt, der medizinische Fortschritt ist kein Beweis dafür, ob eine Religion richtig oder falsch ist. Denn wir können es auch andersrum sehen. Wir könnten theoretisch auch sagen, ist es nicht so, dass viele Erfindungen, die wir heute gemacht haben, schädlich sind für den Menschen? Zum Beispiel, wir wissen gar nicht, was sich in Zukunft entwickeln wird. Das Auto ist in erster Linie eine Sache, die gemütlich ist. Aber auf der anderen Seite entstehen viele Krankheiten dadurch. Das Ozonloch ist dadurch entstanden. Abgase, die Menschen krank machen. Das heißt, ist es nicht eine sehr kurzsichtige, oder ist es nicht sehr kurzsichtig zu sagen, dass der Fortschritt, dass alles daran gut ist. Und ich möchte hier betonen, der Islam ist in keinster Weise gegen Fortschritt. Im Gegenteil, der Islam ist eine Religion, die schon immer das Erforschen der Natur und das Produzieren von nützlichen Dingen für den Menschen immer gefördert hat. Und es gibt heute einige Leute, die sagen, ja, wie ist der Islam mit dem Fortschritt zu verbinden? Ich sage ganz klar und deutlich, in der islamischen Botschaft, das heißt in Koran und Sunna, gibt es Aussagen über Medizin? Gibt es Dinge, die dazu motivieren, Medikamente zu suchen? Denn der Prophet a.s. sagt beispielsweise, dass es für jede Krankheit ein Heilmittel gibt.
dass man also nach dem Heil, warum sagt er das? Damit man nach dem Heilmittel sucht. Ja. Und in keinster Weise wurde jemals irgendein Fortschritt, der dem Menschen nützlich ist, kritisiert. Und hier kommen dann einige Halunken, wie zum Beispiel ein deutsches Magazin, die vor kurzem geschrieben haben, dass ja der Prophet gesagt haben soll, und er hat das auch gesagt, dass jede Erneuerung eine Erfindung ist und jede Erfindung eine Irreführung und jede Irreführung ins Feuer führt. Welche Erfindung ist hier gemeint? Mit Konsens der Gelehrten ist hiermit die Erfindung in der Religion gemeint. Wenn der Prophet beispielsweise so gebetet hat und ich sage, wir beten heute so auf diese Art, das ist damit gemeint. Aber nicht eine Erfindung in weltlichen Dingen, die den Menschen einen Nutzen bringt. Aber zurück zum Punkt. Ich habe eben erwähnt, dass es auch viele Erfindungen gibt, gerade im Westen, die schädlich für uns sind. Ja? Es ist praktisch nur etwas, was einem das Leben gemütlicher macht. Was ist mit der Atombombe? Ist das eine Erfindung, die nützlich für uns ist? Oder ist das eine Erfindung, die den Menschen Schaden bereiten kann? Giftgasbomben, Giftgas und etc. Von daher will ich nochmal betonen, erstens, Erfindungen sind kein Maßstab dafür, ob eine Religion richtig ist oder falsch, sondern ist ein Maßstab dafür, dass sich Menschen Mühe gegeben haben. Zweitens, die Wissenschaft heutzutage im Westen ist maßgeblich beeinflusst worden von den Erkenntnissen, die die Araber gemacht haben. Drittens, es gibt Erfindungen oder viele Erfindungen sind schädlich für den Menschen, zumindest langfristig gesehen. Und deswegen könnte man praktisch sagen, könnte man auch andersrum argumentieren, dass der Fortschritt ein Beweis für die Falschheit der Religion des Westens ist. Aber das sagen wir nicht. Viertens, der Islam hatte niemals Fortschritt, stand niemals dem Fortschritt im Weg oder hat gesagt, man soll die Welt nicht erkunden, sondern wo hier noch Menschen geköpft wurden, weil sie gesagt haben, die Erde sei rund, gab es schon im Islam einen Konsens, dass die Erde rund ist. Ja? Und fünftens, in der Bibel gibt es naturwissenschaftliche Fehler im Gegensatz zum Koran. Ja, ganz klar. Und man soll nicht den Maßstab, den die Kirche damals hatte, die prinzipiell den Naturwissenschaften gegenüber kritisch, wenn nicht sogar feindlich gegenüberstand, man sollte das nicht auf die muslimischen Gelehrten projizieren oder den muslimischen Gelehrten zuschreiben. Denn wie gesagt, bei den muslimischen Gelehrten war und ist die Situation ganz anders. Und man soll mir einen einzigen Gelehrten auf der Welt des Islams zeigen. Egal ob Schiit, Sunnit oder was auch immer, der sagt, man darf heutzutage keine Erfindung machen. Es ist völliger Blödsinn. Aber das ist wieder etwas, womit die Menschen in die Irre geführt werden sollten. Deswegen möge Allah uns mehr Wissen in der Religion geben. Und möge Allah uns zu denen machen, die ein leuchtendes Beispiel für diese Religion sind. Und für die Nicht-Muslime, forscht. Forscht, beschäftigt euch mit dem Islam. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.